بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht, wo wir inshallah mit einer neuen Sura beginnen werden. Und zwar wollen wir heute anfangen, inshallah über die Sura Nummer 69 zu sprechen. Und zwar Surat Al-Haqqa. Surat Al-Haqqa. Und wir werden zunächst erst einmal inshallah ta'ala eine Einleitung zur Sura machen, uns mit den wichtigsten Daten zur Sura beschäftigen, mit den Themen der Sura und dann insha'Allah ta'ala auf die einzelnen Ayat eingehen. Wir werden wahrscheinlich 3 Unterrichte benötigen, insha'Allah, um Surat Al-Haqqa zu besprechen. Vielleicht machen wir auch 2 daraus, je nachdem. Schauen wir mal, wie wir vorankommen, insha'Allah ta'ala. Surat Al-Haqqa, die Sura Nummer 69 des Koran. Surat Al-Haqqa ist eindeutig eine mekkanische Sura. Eindeutig, warum? Weil nämlich erstens bekannt ist, wann diese Sura schon offenbart gewesen war und wann sie ungefähr offenbart wurde. Und wir kommen gleich inshallah ta'ala darauf noch zu sprechen, wie es in der Azzawajal. Und auch hinsichtlich der Thematik eindeutig eine mekkanische Sura, wie wir gleich noch sehen werden, inshallah ta'ala. Surat Al-Haqqa besteht aus insgesamt 52 Versen. Und die Verse sind in der Regel relativ kurz. Es gibt ein paar wenige Verse, die etwas länger sind. Aber die meisten Verse sind relativ kurze Verse. Surat Al-Haqqa ist eine Sura, welche sich in erster Linie mit den Geschehnissen am jüngsten Tag beschäftigt. Also das, was am jüngsten Tag geschieht und geschehen wird, und gleichzeitig aber auch darauf eingeht, was mit den Völkern geschehen ist, welche sich gegen die Botschaften ihrer Propheten gestellt haben und sie bekämpft haben. Um am Ende dann auf die Wahrhaftigkeit des Korans einzugehen. Das als kurzer Überblick über Surat Al-Haqqa. Und somit reiht sich Surat Al-Haqqa auch ein in die ganzen Suren, welche wir in dem vorletzten Juz des Korans haben, im 29. Juz, und zwar den Juz von Tabarak. Weil wenn wir uns die Sura davor anschauen, die wir noch besprechen werden, insha'Allah ta'ala, Surat Al-Qalam, dann werden wir sehen, dass es in dieser Sura unter anderem darum geht, auch die Wahrhaftigkeit der Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu bestätigen. Einer der Hauptthemen in genau dieser Zeit, in dieser Phase des Islam. Und in der Sura danach, die wir bereits besprochen hatten, und zwar Surat Al-Ma'arij, geht es ebenfalls um den jüngsten Tag und das, was die Mekkaner herausfordern wollten, indem sie nämlich den Propheten sallallahu alaihi wa sallam verspotteten, dass das auch eintreten wird. Und dass die Strafe, über die sie sich lustig machen, auch wirklich kommen wird. Ob sie wollen oder nicht. Und deswegen Surat Al-Ma'arij hat ja noch einen anderen Namen gehabt. Welchen Namen trug diese Sura noch oder trägt diese Sura noch? Wir hatten Al-Ma'arij gesagt? Nein? Ja? Nein, keine Meldung? Es ist ein Wort, was wir am Anfang dieser Sura finden. Wie fängt mal die Sura an? Wer kann Sura Al-Ma'arij auswendig? Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'. Und was ist der Name der Sura? Der zweite Name, unter dem sie bekannt ist?
Surat Al-Waqi'ah. Nicht Al-Waqi'ah, sondern Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah. Also das, was eintreffen wird in jedem Fall. Das, was eintreffen wird in jedem Fall. Und auch in Surat Al-Ma'arij haben wir diese Gegenüberstellung zwischen dem Musallun und zwischen den Kafirun. Zwischen den Betenden, den Gläubigen auf der einen Seite und ihren Eigenschaften und auf der anderen Seite zwischen denjenigen, welche die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala verleugnen. Also immer dieselbe Thematik. Und das zeigt uns mal etwas sehr, sehr Wichtiges, meine lieben Geschwister. Dass die Botschaft des Korans sich an die jeweilige Situation angepasst hat und sie berücksichtigt hat. Das heißt, der Kontext, in dem sich unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam befunden hatte zu diesem Zeitpunkt, als diese Zonen herabgekommen sind auf ihn, der wurde berücksichtigt. Und daraus allein können wir schon eine sehr, sehr wichtige Lehre ziehen für uns Muslime. Und zwar, dass wir in unserer Da'wah, wenn wir Da'wah machen, wir versuchen, die Botschaft Allahs zu verkünden, wenn wir versuchen, den Islam zu erklären, dass wir den Kontext, in dem wir uns befinden, immer auch berücksichtigen müssen. Das, was leider viele Muslime heutzutage nicht tun. Welche über Dinge sprechen, welche dem Kontext völlig fremd sind. Womit wir eigentlich als Muslime hier gar nicht viel anfangen können. Da werden dann Themen angesprochen, wie Kalifat als Beispiel. Das ist ein Beispiel. Oder man sollte nicht sozusagen irgendwelche Gräber anbeten. Ja, so bestimmte Themen, die sehr stark in den Vordergrund gestellt werden. Und dann fragst du dich, sind das wirklich die Themen, welche die Muslime hier in diesem Kontext benötigen? Ich meine, welche heiligen Gräber gibt es dann in Deutschland, in Berlin als Beispiel, ja, die ich anbeten könnte? Gibt es nicht. Okay, in islamischen Ländern, ja, man kann es immer ansprechen, man kann ja sagen, dass es das gibt. Aber beispielsweise das immer wieder hervorzuheben, so als wäre das ein wichtiges Thema für die Muslime hier. Nein, das ist es nicht. Oder das Thema Kalifat als Beispiel. Das ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns Muslime auch beschäftigen müssen, auseinandersetzen müssen. Aber darf es das Hauptthema sein, mit dem ich mich tagtäglich beschäftige, in einem Kontext, der sehr, sehr weit entfernt ist von einem Kalifat? Natürlich nicht. Und das ist sehr wichtig, dass ich lerne als Muslim, richtige Prioritäten zu setzen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat genau dieses Prinzip verinnerlicht und auch den Sahaba beigebracht. Kennt ihr vielleicht ein Beispiel, aus dem hervorgeht, aus der Sunna oder der Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass er diesen Kontext, in dem sich die Muslime befunden haben, immer berücksichtigt hat und auch von den Sahaba radhiyallahu anhum verlangt hat, dass sie ihn berücksichtigen. Kennt ihr vielleicht ein Beispiel? Das ist sehr wichtig, weil das hat auch jetzt mit dieser Sura zu tun. Fällt ihr ein Beispiel? Fällt euch vielleicht ein Beispiel ein? Schwestern, fällt euch vielleicht ein Beispiel aus der Sira des Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Brüder? Ein Beispiel aus der Sira? Was darauf hindeutet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von uns Muslimen verlangt hat, oder von seinen Sahaben, den Kontext, in dem sie sich befinden, auch zu berücksichtigen. Ich nehme euch ein Beispiel. Es gibt viele Beispiele. Ich nehme euch ein Beispiel, was sehr deutlich ist. Und zwar, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Mu'adh ibn Jabal in den Jemen schickt, als Botschafter des Islam, um den Menschen dort den Islam beizubringen. Welche Religion herrschte im Jemen vor? Im Jemen. Was war die vorherrschende Religion im Jemen gewesen? Es waren sehr, also es gab viele Christen, es gab auch Götzen, aber es gab auch viele Christen. Deswegen kennen wir auch eine Delegation der Christen aus Najran und so weiter. Und jetzt guckt mal, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie er den Sahaba beigebracht hat, den Kontext zu berücksichtigen. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zum Azim ibn Jabal, إِنَّكَ تَقْدُمُ قَوْمًا من أهل الكتاب. Du kommst zu einem Volk oder du begibst dich zu einem Volk, was zu den Leuten der Schrift gehört. Also der Prophet hält das extra hervor. Und er bringt ihm jetzt bei, wie er
den Islam zu verkünden hat und worauf er sich konzentrieren sollte. فَلْتَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ. Soll das Erste sein, was du ihnen beibringst? Die Shahada, also unser Glaubensbekenntnis. Wenn sie das annehmen von dir, فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِ وَلَيْلٍ. Sollten sie das angenommen haben, so bring ihnen bei, dass Allah Ta'ala von ihnen verlangt hat, 5 Mal am Tag zu beten. Und wenn sie das auch akzeptiert haben, so bring ihnen bei, dass sie die Zakat zahlen müssen. Und das war's. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wollte, dass sie sich auf die Fundamente, auf die Grundlage konzentrieren. Er hat hervorgehoben, schau mal, das sind Leute der Schrift. Die haben schon ein gewisses Wissen. Die haben schon ein gewisses Vorwissen. Und deswegen konzentriere dich auf genau diese Dinge. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns beigebracht, dass wir den Kontext, in dem wir uns befinden, berücksichtigen müssen. Und das geschieht leider viel zu selten. Und häufig diskutieren wir über Themen, die nicht wirklich etwas mit unserer Situation hier in Deutschland oder in Europa zu tun haben. Und das führt dazu, dass wir uns als Muslime, als Gemeinschaft isolieren. Dass wir uns nicht wirklich konzentrieren auf die wichtigen Dinge, die wir hier benötigen, sondern uns ablenken lassen mit Nebendebatten, die vielleicht wichtig sein mögen in einem bestimmten Kontext, aber für unseren Kontext nicht wirklich wichtig sind. Also kommen wir zurück, inshallah ta'ala, zu Surat al-Haq. Allah ta'ala, er hat also immer wieder den Kontext berücksichtigt. Und das ist eine der Weisheiten, warum der Koran Munajjam herkommt. Was heißt das Wort Munajjam? Das ist ein wichtiges Wort in der Koranwissenschaft. Ma ma'na anna al-Quran nazala munajjama. Was bedeutet das? Schrittweise, stufenweise, genau. Mufarraqa. Nicht auf einmal. Wa qalu lawla unzila alayhi al-Quran jumlatan wahida. Und gesagt, warum ist der Quran nicht auf einmal herkommen? Kadhalika linuthabbita bihi fu'ad. Damit wir dein Herz sozusagen festigen. Ja, also eine der Weisheiten ist, dass der Kontext jeweils berücksichtigt werden kann. Wäre der Koran auf einmal herabgekommen, dann müssten die Muslime immer wieder suchen, ah, welche Ei war das nochmal gewesen, wie wir das heute machen müssen. Ja, aber so hat es eine ganz andere Auswirkung auf die Muslime. Und die Muslime in der mekkanischen Phase haben genau diese Themen benötigt. Achtende Themen, grundlegende Themen, welche den Iman festigen. Themen, welche den Iman festigen. Und nicht Themen, wo ich anfange, dann zu philosophieren oder zu streiten, etc. Und ich glaube, wallahu ta'ala, dass wir als Muslime ebenfalls heutzutage, gerade in unserem Kontext, hier in Deutschland, in Europa, solche Themen benötigen. Themen der Aqida. Dass wir versuchen, so wenig wie möglich, irgendwelche komplexen Fiqh-Themen hervorzuheben, und dann darüber Debatten zu führen, die uns nicht wirklich weiterbringen. Sondern dass wir uns auf die grundlegenden Themen beschäftigen, welche die Muslime hier in dieser Gesellschaft, insbesondere die aufwachsende Jugend, in ihrem Iman stärkt. In ihrer Aqide stärkt. Weil es gibt so viele Menschen, die versuchen, uns abzubringen vom Iman. Die versuchen, Zweifel zu sehen. Dass wir genau das benötigen. Warum bin ich Muslim? Warum glaube ich an Allah? Warum ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ein Prophet? Warum ist der Koran die letzte Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala? Das sind die Grundfesten. Wenn ein Muslim daran zweifelt, ist er kein Muslim mehr. Und genau das hat der Koran in den ersten Jahren getan. Er hat nur diese Themen angesprochen. Alle anderen Themen, wo man sich streiten kann, das kam erst alles viel später in Medina. Subhanallah. Und wir befinden uns in solch einer Phase, in solch einer Situation als Muslime, wo wir im Grunde genommen genau diese feste Aqide benötigen. Und dann ist es völlig egal, welchen Method ich befolge im Fiqh, ja, ob ich jetzt zu Weihnachten den Christen nun beglückwünsche oder nicht. Das ist völlig Wurscht dann. Das ist ein Nebenthemen. Kann dann machen jeder, wie er möchte. Wichtig ist aber, was? Dass mein Herz gefestigt ist. Dass ich verstehe, warum ich Muslim bin. Wallahi, wenn man sich auf Facebook, auf Instagram und so weiter und so fort umschaut.
Also ich bekomme das immer wieder mit, selbst Leute, die im Namen des Islam, kluge Menschen, die im Namen des Islam sprechen, du merkst, wie sie vom Glauben Schritt für Schritt abkommen. Schritt für Schritt und anfangen, Fragen aufzuwerfen, weil sie sich selbst in einer Findungsphase befinden und somit auch noch andere mit in ihren Zweifel ziehen. Und du merkst, wie viele Muslime zweifeln. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich mir so die ganzen Kommentare auf Instagram anschaue und dabei kriege, dann sage ich, das sind teilweise Menschen, die haben wirklich ein Akide-Problem. Wirklich ein Akide-Problem. Die zweifeln Dinge an, da sagst du so, die reden darüber, über, weiß ich nicht, die Sahabe, als wären es irgendwelche Trottel. So teilweise wirklich so. Die sagen teilweise, ja, die ersten Generationen, sie haben den Islam verfälscht. Ich meine, wenn sie den Islam verfälscht haben, glaubst du, du wirst ihn jetzt besser verstehen, als 1400 Jahre? Der Islam, oder der Islam der Sahabe, ist ein unmenschlicher Islam. Solche Kommentare findest du. Und dann findest du Likes darunter von Muslimen. Teilweise Frauen, die Kopftuch tragen. Ja, Brüder, die Mohammed, Ahmed heißt, fünfmal am Tag beten. Und die finden das gut. Ich sag euch, diese Leute haben ein Akide-Problem. Ein gewaltiges Akide-Problem. Wie kann ich so etwas behaupten, solch eine Aussage stehen lassen, dass die Religion der Sahabe eine unmenschliche Religion gewesen ist? Ja, was bleibt denn da noch übrig von der Religion? Ja, das sind diejenigen, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erzogen hat. Wenn sie den Koran nicht richtig verstanden haben und ihn falsch praktiziert haben, als Schüler, direkte Schüler des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, kommen wir dann nach 1400 Jahren und maßen uns an, den Koran besser zu verstehen als sie. Das heißt, im Grunde genommen, im Umkehrschluss behaupten sie, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist gescheitert. Ich will das einfach nur darstellen. Also sie behaupten im Grunde genommen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gescheitert sei in der Erziehung seiner eigenen Gefährten. Weil sie den Islam nicht richtig verstanden haben. Aber wir verstehen heute alles richtig. Sie haben nichts verstanden, aber wir verstehen heute alles richtig. Wir haben den richtigen Maßstab für unser Verständnis, nämlich das westliche Verständnis. Das ist der Maßstab. Ja? Wer nicht so denkt wie die westliche Welt, ja, der denkt unmenschlich. Das ist der Umkehrschluss. Gefährliche Angelegenheit. Und deswegen nochmal, diese Aqide ist so wichtig. Wer eine falsche Aqide hat, läuft Gefahr, vom Glauben abzukommen. Und wir sehen diese Entwicklung, wie gesagt, bei vielen Menschen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala Amen. Wann ist jetzt also Surat al-Haqqa herangekommen? Wahrscheinlich müssen wir davon ausgehen, um das Jahr 5 nach der Bi'tha. Um das Jahr 5 nach der Bi'tha. Wie kommen wir darauf? Oder wie kommen die Mufassirun darauf? Und zwar gibt es eine Überlieferung bei Imam Ahmad ibn Hanbal in seinem Musnadwerk, wo er von Umar ibn Khattab überliefert, dass dieser sagt, خرجت يوما بمكة أتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم. Ich bin eines Tages hinausgegangen in Mekka, also mein Haus verlassen, wollte so gucken, wo ist der Gesandte aus, bevor ich Muslim war. Ja, also zu dem Zeitpunkt war er noch kein Muslim gewesen. فوجدته قد سبقني إلى المسجد الحرام. Und ich habe dann gesehen, dass er mir zu Al-Masjid al-Haram, das heißt zu der Kaaba sozusagen, zuvor gekommen ist. Also er war schon bei der Kaaba gewesen. فَوَقَفْتُ خَلْفَهُ Und ich blieb dann hinter ihm stehen, weil er war gerade sozusagen dort gewesen, wahrscheinlich im Gebet vertieft. Das wird jetzt hier in dieser Überlieferung nicht erwähnt, aber das kann man daraus entnehmen. فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْحَاقَةَ Und er fing an, Surat al-Haqqa zu rezitieren. فجعلت أعجب من تأليف القرآن. Ich habe mich gewundert über die Worte des Korans, über die Zusammenstellung dieser Worte, wie schön sie sind. فقلت هذا والله شاعر. Sagte ich bei Allah, das ist ein Schaer, das ist ein Dichter. Habe ich sozusagen, hat er sich in sich selbst gesagt. Woraufhin, denn der Prophet die Worte rezitierte in der Sura, Vers 41, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ Und es sind nicht die Worte eines was? Eines Scheier, eines Dichters. قَلِيلَ مَا تُؤْمِنُ Nur wenige von euch sind wirklich gläubig. Dann sagte ich zu ihr, ach, es ist bestimmt ein Kähne, ein Wahrsager. Woraufhin er dann die Worte
Die zitierte Wala bi qawli kahin, auch nicht die Worte eines Wahrsagers. Qalilan ma tadhakkarun, ja, ihr sozusagen, ihr denkt nicht viel nach oder ihr erinnert euch wenig. Und dann Tanzilun min Rabbil Alamin, eine Herabsendung des Herrn der Welten bis zum Ende der Sura. Und dann sagt Umar ibn Khattab, فَوَقَعَ الْإِسْلَامُ فِي قَلْبِي كُلَّ مَوْقِعٍ. Der Islam ist dann tief in mein Herz eingedrungen. Er war auch kein Muslim zu diesem Zeitpunkt. Dann gibt es ja noch die Begebenheit, wo er dann zu seiner Schwester Fatima, ja, bint al-Khattab ging, und die Geschichte ist ja allgemein bekannt. Und dort hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie hatten gerade Surah Taha gelesen gehabt. Also laut einiger Überlieferungen, die nicht ganz authentisch sind, aber man kann sozusagen daraus entnehmen, dass er einmal hier zum ersten Mal wirklich den Koran hörte, aber sich dann noch nicht wirklich entscheiden konnte und dann später, kurz darauf, den Propheten töten wollte, weil er, wie gesagt, nicht wusste, wie er richtig handeln solle. Und dann bei seiner Schwester Fatima bint al-Khattab den Islam gemacht. Was hat das mit uns zu tun? Und zwar, der Prophet aus dem Las zu etwas. Al-Haqqa. Wann ist Umar ibn Khattab Muslim geworden? Und zwar nach der ersten Hijra nach Al-Habasha. Nach der ersten Auswanderung nach Abessinien. Wann war die gewesen? Die Auswanderung nach Abessinien. Sie war im fünften Jahr nach der Bi'ath gewesen. Im fünften Jahr nach der Bi'ath, also nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Propheten berufen wurde. Und deshalb können wir sagen, dass Surat al-Haqqa wahrscheinlich, ja, in diesem Zeitraum offenbart wurde. Sprich, circa im fünften Jahr nach der Bi'ath. Surat al-Haqqa behandelt oder trägt welche Namen? Es gibt insgesamt drei Namen für Surat al-Haqqa. Wobei die zwei anderen Namen eigentlich nur von einigen Gelehrten erwähnt wurden und nicht wirklich im Umlauf sind. Der bekannteste Name von Surat al-Haqqa ist Al-Haqqa 60. Aufgrund des ersten Wortes in der Sura, Al-Haqqa. Tamam. Dann gibt es einen zweiten Namen für diese Sura, und zwar Surat al-Silsila. Warum Surat al-Silsila? Was heißt denn al-Silsila? Kette. Und warum Surat al-Silsila? Der Grund ist, في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Aufgrund der Ayah Nummer 32, ja, wo Allah Ta'ala dieses Wort, und das einzige Mal, das es im Koran vorkommt, ja, erwähnt, ja, und dementsprechend einige der Gelehrten, wie Al-Fayruz Abadi, gesagt haben, es handelt sich hierbei um Surat al-Silsila. Und es gibt noch einen dritten Namen, der von einem einzigen Gelehrten erwähnt wurde, also laut dem Gelehrten Tahir ibn Ashur in seinem Werk Tahrir wa Tanwir, und zwar von Al-Ja'bari, der gesagt hat, dass es sich auch unter anderem um Surat Al-Wa'iyah handelt. Warum? Wa-ta'iyaha udhunun wa'iyah. Das ist der Vers Nummer 12. Also wir haben jetzt drei Namen für dieses Surah. Einmal Al-Haqqa, das ist der gängige Name. Das ist der Name, der eigentlich auch in allen Masahif verwendet wird, in den Tafsir-Büchern verwendet. Und dann gibt es noch zwei weitere Namen, die aber nicht wirklich Verwendung gefunden haben, nämlich Surat al-Silsila und Surat al-Wa'iyah. Surat al-Silsila und Surat al-Wa'iyah. Was sind die Themen dieser Surah? Wie ist diese Surah aufgebaut? Und zwar in den ersten drei Versen, die wir heute auch besprechen werden, insha'Allah ta'ala noch, wird erst einmal der jüngste Tag hervorgehoben und aufgezeigt, wie gewaltig dieser Tag ist. Dann die Verse 4 bis 10 beschäftigen sich mit den Strafen, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala die Völker vor dem Quraysh bestraft haben, um ihnen aufzuzeigen, das, was ihnen geschehen ist, könnte euch auch geschehen. Dann in der Ayah Nummer 11 gibt es dann einen Wechsel, und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht darüber, dass die Gläubigen bei dieser Strafe gerettet wurden. Und dann in den Versen 12 bis 18 über die Ereignisse am jüngsten Tag zu sprechen, was dort konkret geschehen wird. Und dann
gibt es diesen Übergang, wo Allah subhanahu wa ta'ala jetzt über die Abrechnung für die Gläubigen spricht und die Belohnung, welche sie am jüngsten Tag erhalten werden und den Erfolg, den sie genießen dürfen an diesem Tag. Und dann geht es wohl über zu der Abrechnung mit den Ungläubigen und denjenigen, welche sich gegen die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala gestellt haben und was sie für eine Bestrafung erwarten wird. Und zwar in den Versen von der Ayah 25 bis 37, um dann im letzten Abschnitt der Sura, ab dem Vers Nummer 38 bis zum letzten Vers dieser Sura, dem Vers Nummer 52, über die Botschaft des Korans zu sprechen und noch einmal hervorzuheben, dass der Koran nicht die Worte eines Menschen ist, nicht die Worte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist, sondern dass der Koran die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala ist und Allah es niemals zulassen würde, dass jemand einfach so eine Lüge über ihn ersinnt und es dann auch schafft, so viele Menschen damit zu erreichen. Ja, das sind dann sozusagen, ja, das ist die Sura und das sind die Themen der Sura. Kommen wir inshallah ta'ala, meine geehrten Geschwister, nun zu diesem ersten Abschnitt. In diesem ersten Abschnitt, in dem Allah ta'ala auf eine sehr starke rhetorische Weise diesen Tag hervorhebt. Und zwar sagt Allah ta'ala einfach nur mit einem einzigen Wort, Al-Haqqah. Die Haqqah. Hier übersetzt mit die fällig wendende. Komm gleich noch auf das Wort zu sprechen. Malhaqqah. Was ist Al-Haqqah? Eine Frage, eine rhetorische Frage. Also erst einmal wird einfach nur ein Wort in den Raum geworfen, um die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf den Koran zu bringen. Und nicht irgendein Wort, sondern ein Wort, was auch wirklich sehr stark und sehr, sehr tief ausgesprochen wird und sehr lang gezogen wird. Was mache ich denn nämlich, wenn ich Al-Haqqa richtig lesen möchte, laut den Tajweed-Regeln? Wie muss ich das lesen? Ja, wie nennt man das? Mad? Ja? Kalimi? Lesen. Das ist also ein Mad, den ich 6 Längen lang ziehen muss. Warum? Weil nämlich in diesem Wort, nämlich nach einem Vokal, einem langen Vokal, dem Elif, ein verdoppelter Buchstabe kommt. Und das führt dazu, dass ich dann den Vokal 6 Längenzangen ziehen muss. Was heißt 6 Längen? Eine Länge ist, dass ich einmal meinen Finger zusammentue, schließe. Und die zweite Länge ist, dass ich ihn wieder öffne. Deswegen lese ich Al-Haqqah. Oh, das hört sich schon sehr, sehr hart an. Ja, also ich ziehe das Wort richtig an. Und dann noch dieser dunkle Konsonant, dieser dunkle Buchstabe Qaf, der Mufakhram ausgesprochen wird. Und dann noch das H am Ende, was richtig hart abgeschlossen wird. Was? Ja, das ist ein Thermabutter, was ich aber dann, wenn ich stehen bleibe, ja, also es wird jetzt so ein H. Ja? Und wo dann nochmal Luft aus meinem Kehle geströmt kommt, was wirklich erst einmal die Aufmerksamkeit der Menschen auf den Koran lenkt. Al-Haqqah. Selbst wenn ich nichts verstehe, Subhanallah, was ist jetzt los? Ja? Und jetzt für die Araber muss das natürlich gewaltig gewesen sein, weil sie nämlich verstanden haben, was Al-Haqqah ist. Von welchem Wort kommt denn nämlich Al-Haqqah? Was heißt Haqq? Wahrheit. Die Wahrheit. Das heißt, die Sura beginnt mit was? Mit der Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Es geht hier um die Wahrheit. Welche Wahrheit ist hier gemeint? Warum ist das denn in der femininen Form, nicht in der männlichen Form? Weil Al-Haqq ist ja männlich im Arabischen. Im Deutschen ist es weiblich, aber im Arabischen ist Al-Haqq männlich. Der Grund ist, weil nämlich hier Al-Haqqah etwas beschreiben soll. Als Adjektiv für etwas steht, für ein Nomen steht, was nicht erwähnt wird. Und zwar geht es hier um die Stunde, die der Wahrheit entspricht. As-Sa'atul Haqqah.
Die Stunde wird eintreten, ob ihr es wollt oder nicht. Oder die Strafe wird eintreten, ob ihr es wollt oder nicht. Das, was euch angedroht wurde, wird eintreten, ob ihr es wollt oder nicht. Es ist die Wahrheit. Genauso wie die Anfang von Surat al-Ma'arij. Sa'ala sa'ilun bi'adab al-waqi'. Eine Strafe, die auf jeden Fall eintreten wird. Und genauso auch al-Haqqa. Sie wird eintreten, es ist die absolute Wahrheit. Al-Haqqa kann aber auch einfach ein Name für den jüngsten Tag sein. Das heißt, ein Titel für den jüngsten Tag. Also es kann ein Adjektiv sein, eine Beschreibung für ein anderes Nomen, ja, was nicht dasteht, was man sich aber denken kann. Oder es ist wirklich ein Name für den jüngsten Tag. Yawm al-Haqqa. Yawm al-Haqqa. Der Tag der Wahrheit. Und jetzt kommt die rhetorische Frage, weil das ist ja erstmal al-Haqqa. Man ist ja völlig überwältigt, wenn man das hört. Jetzt kommt die Frage, diese rhetorische Frage. Mal-Haqqa, was ist überhaupt al-Haqqa? Was ist das überhaupt? Achso, es gibt natürlich noch eine zweite Bedeutung von al-Haqqa. Und zwar etwas, was mit Bestimmtheit eintreten wird. Also nicht um die Wahrheit, sondern etwas, was mit Bestimmtheit eintreten wird. Und jetzt kommt diese rhetorische Frage, was ist überhaupt Al-Haq? Und jetzt kommt die Antwort. Oder nochmal eine Frage. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَ. Und was lässt dich wissen, O Muhammad, was die Fertigfindende ist? Es gibt ein schönes Zitat von einem Gelehrten diesbezüglich, der gesagt hat, immer dann, wenn im Koran es heißt, وَمَا أَدَرَاكَ, und was lässt dich wissen, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten sallallahu alaihi wa sallam auch erklärt. Und immer dann, wenn Allah ta'ala sagt, وَمَا يُدْرِيكَ, auch was lässt dich wissen, ja, aber im Präsens, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten sallallahu alaihi wa sallam keine Antwort darauf gegeben. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Was ist die, vielleicht ist die Stunde? Nein, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wusste nicht, wann die Stunde ist. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat verstanden, dass er hart ist. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ. Was lässt dich wissen, was Laylatul Qadr ist? Allah Ta'ala, er hat den Propheten sallallahu alaihi wa sallam über Laylatul Qadr in Kenntnis gesetzt. Aber er hat den Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht über die Stunde in Kenntnis gesetzt und wann sie eintreten wird. Mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Der Gefragte weiß nicht mehr als der Fragende. Welches Zitat ist das? In welchem Kontext kommt dieses Zitat vor? Ja, wo sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das? Mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Ja, Schwester, die dürft auch mitmachen. Mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Ja, dann nicht, dann Mustafa. Das ist der Hadith von Jibril. Jibril alaihi salam fragt den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wann ist die Stunde? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt zu Jibril, mal mas'ulu anha bi'alam min sa'il. Und der Fragte weiß nicht besser Bescheid als der Fragende. Subhanallah. Das heißt, all das sind rein rhetorische Fragen. Um die Aufmerksamkeit der Quraysh auf den Koran zu bringen. Damit sie sich Gedanken machen. Es ist etwas Gewaltiges. Es geht hier um eine gewaltige Angelegenheit. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala nun die Sura eingeleitet hat, mit diesen gewaltigen rhetorischen Fragen bezüglich der Haqqa, geht Allah subhanahu wa ta'ala nun über zu etwas, was nicht minder gewaltig ist. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, er will die Quraysh regelrecht aufrütteln aus ihrem Schlaf. Und das braucht man manchmal, subhanallah. Es gibt manche Menschen, die erreichst du nur, wenn du sie aufrüttelst. Die brauchen mal eine richtige Klatsche. Sonst erreichst du sie nicht. Es gibt Menschen, die erreichst du schon mit ganz lieben Worten. Sanften Worten. Und es gibt Menschen, die brauchen klare, deutliche Worte. Das ist einfach so, subhanallah. Die Menschen sind sehr unterschiedlich. Die Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen, manchmal findet man unter seinen Vorträgen Kommentare, ja, warum ist die immer Scheich immer so schreien und so laut sein? Ja, oder manche brauchen das. Ich weiß, man manche damit nicht erreichen kann. Ja, häufig auch, gerade auch, viele Schwestern mögen das nicht, wenn man so laut redet, habe ich schon öfters Kritik bekommen.
nicht nur ich, auch andere. Ja, also grundsätzlich, die mögen einfach diese Art und Weise nicht. Die mögen dann häufig auch lieber, sage ich jemand, der etwas ruhiger spricht, leiser spricht. Das ist uns auch völlig in Ordnung. Die Menschen sind aber einfach unterschiedlich. Es gibt gerade auch unter Jugendlichen welche, die brauchen einfach diese direkten Worte. Manchmal wundert man sich, warum bestimmte Prediger, obwohl sie so hart sind, so direkt sind, so eine große sozusagen Gefolgschaft haben und so viele Leute ihre Videos anklicken. Weil viele finden das cool. Viele mögen das, wenn jemand schreit. Viele mögen das, wenn jemand auf den Tisch schaut. Das ist einfach das Prana. Und das ist unter anderem auch eine Methodik des Korans. Die Menschen wirklich aufzurütteln. Und jetzt geht es direkt zum Thema. Einem harten Thema. Und zwar Allah Ta'ala, er beschreibt jetzt, wie er mehrere Völker, welche die Quraysh bekannt haben, vernichtet hat. Warum erwähnt das der Koran? Und zwar, er erwähnt es, weil die Quraysh nämlich dachten, sie sind ein Stamm, der niemals besiegt werden kann. Sie sind das Volk Allahs. Sie sind das Volk des Harams. Sie sind der Stamm auf der arabischen Halbinsel. Sie sind die Hüter der Kaaba. Was soll uns schon geschehen? Und deswegen die Quraysh, die haben sich ja auch als etwas Besonderes gesehen. Die nannten sich ja auch Ahlul Khamis. Warum Ahlul Khamis? Was heißt das? Die Ahlul Khamis, Entschuldigung. Ahlul Khamis. Was heißt das Ahlul Khamis? Und zwar, die Quraysh haben geglaubt, dass sie das auserwählte Volk sind, welches niemals den Bereich des Harams verlassen darf. Und deswegen bei der Hajj sind die Quraysh nie nach Arafat gegangen. Warum? Wo liegt denn Arafat? Liegt der Arafat im Haram-Bereich oder außerhalb des Haram-Bereiches? Arafat, Mekka, ja. Liegt das im Haram-Bezirk, also im heiligen Bezirk, oder außerhalb des heiligen Bezirks? Es ist direkt angrenzend an den heiligen Bezirk. Direkt angrenzend. Das heißt, wenn ich beispielsweise die Umrah machen möchte, ein zweites Mal, wenn ich in Mekka bin, ich möchte die Umrah machen. Dann muss ich was machen, damit ich die Umrah noch einmal machen kann, nachdem ich sie schon gemacht habe. Ich muss den Haram-Bereich, diesen heiligen Bezirk, muss ich verlassen. Was ist der nächste Punkt, um noch einmal die Umrah machen zu können? Genau. Masjid Aisha, Tan'im. Ja, das ist sozusagen das, wo ich dann immer hingehe, wenn ich am Haram bin. Für diejenigen, die jetzt noch nie dort waren, ist es schwierig, sich vorzustellen, aber dann rufe ich ein Taxi, sage Aisha, Aisha, ja, und dann steige ich ein und der fährt mich dann zu Masjid Aisha. Das ist da, ne? Direkt beim Tan'im. Und das ist direkt an der Grenze zum Haram. Und dort kann ich dann nochmal sozusagen in den Ihram eintreten und nochmal eine weitere Umrah machen. Und der Arafah ist ebenfalls außerhalb des Haram-Bereiches. Wenn ich also in Arafah bin, könnte ich theoretisch noch einmal eine Umrah machen, indem ich dort den Ihram anziehe. Das machen wir aber einige. Okay. Das heißt, die Quraysh, damit wir zurückkommen, die dachten, wir sind Ahlul Khims. Das heißt, wir sind diejenigen, die besonders eifrig sind. Und deswegen verlassen wir niemals die Grenzen des heiligen Bezirkes. Die anderen Araber ja auch nicht. Also dachten sie, wären etwas Besonderes. Und jetzt zeigt Allah Ta'ala ihn auf. Ihr seid nicht besonderer, ihr seid nicht stärker als die Völker, die vor euch waren und die ihr auch kennt. Und an deren Wohnstätten ihr immer wieder vorbeireist und seht ihre Ruinen. Wo sind sie jetzt? Qalu man ashadu minna quwwa, sagt, wer hat mehr Kraft und mehr Macht als wir? Ja? Aber es gab Völker, die hatten mehr Kraft und mehr Macht. Und trotzdem hat Allah Ta'ala sie vernichtet. Subhanallah, unglaublich. Und deswegen Allah Ta'ala, er erwähnt jetzt mehrere Beispiele von Völkern. Und er beginnt gegen eigentlich das, was wir immer im Koran finden, mit dem Volk der Thamud. Und dann macht er weiter mit dem Volk der Ad. Im Koran werden die Ad immer zuerst erwähnt. Nur an dieser Stelle, subhanallah, werden die Ad nach den Thamud erwähnt. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Die Thamud und die Ad erklärten القارعة, das Verhängnis, also den jüngsten Tag, für Lüge. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. Was nun die Thamud angeht, so wurden sie durch den übermäßigen Donnerschlag vernichtet. Welcher Prophet wurde zu den Thamud geschickt? Salih. Ja, er meldet sich, ja. Salih, genau. Salih, ja, wurde zu den Thamud geschickt.
Tamam. Wo lebten denn die Thamud? Wo lebten die Thamud? Was? Ja, also nördlich der arabischen Halbinsel, heutigen Jordanien. Das ist, glaube ich, das heutige Jordanien. Und sie waren halt, subhanallah, sehr fortschrittlich gewesen und haben auch dann in den Bergen Paläste und Wohnungen dann herausgemeißelt, subhanallah. Ja? Und wie gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat sie mit einem einzigen Schrei vernichtet. Ein Schrei. Was soll ich mir vorstellen? Und dann, was nun die Thamud angeht, so wurden sie durch den übermäßigen Donnerschlag vernichtet. Und was die Aad betrifft, welcher Prophet wurde zu den Aad gesagt? Ja, er kann nicht sagen, nicht vorsagen, nicht vorsagen. Nein, die Schwester. Welcher Prophet wurde zu den Aad geschickt? Welcher Prophet? Okay, wenn sich die Schwester nicht melden, dann. Ja, oder ja, du hast schon gerade, dann bitte. Hud alayhi salam. Hud, der nicht T. Ja. Hud alayhi salam. Ja. Er wurde zu den Aad geschickt. Warum wird aber jetzt Thamud vor Aad genannt? Das Volk, der Thamud vor dem Volk der Aad, obwohl der Koran es immer umgekehrt macht. Das ist der Grund. Die Gelehrten haben gesagt, unter anderem, ein Grund ist, weil Allah Ta'ala hier die Thamud nur sehr kurz erwähnt. Während er jetzt bei den Aad etwas ausführlicher auf sie eingeht. Und im Arabischen ist es rhetorisch so, wenn ich etwas kurz erwähne, dann wird es zuerst erwähnt und dann wird erst das erwähnt, was lang ist. Das ist ein Grund. Wallahu a'lam. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. Was aber Aad, die Aad angeht, so wurden sie durch einen heftig wehenden, eiskalten Wind vernichtet. Wallahu a'lam. Interessant ist, dass Riech, wenn Riech im Koran in der Einzahl, im Singular erwähnt wird, sich immer um einen strafenden Wind handelt. Ein Sturm, der Menschen vernichtet. Wenn aber Riach im Plural erwähnt wird, dann wird es im positiven Kontext erwähnt. Die Winde, die mit etwas Gutem kommen, zu Frau. Ja, also Riach ist immer was? In Einzahl, im Singular ist was? Immer ein vernichtender Wind. Und Riach ist immer ein guter Wind, ein schöner Wind. Und auf jeden Fall, ja, Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt auf, wie die Aad vernichtet wurden. Nämlich durch einen heftigen, wehenden, eiskalten Wind. Und hier ist sehr interessant das Wort Sarsar. Was heißt denn Sarsar? Wir haben doch den Sarsar. Was ist der Sarsar? Sarsar, wo er was, wisst ihr, was Sarsar ist? Kakerlake. Ein Kakerlake. Genau, richtig. Ja? Und die machen auch teilweise Geräusche. Die machen teilweise auch Geräusche. Und dieses Geräusch, subhanallah, dieses Geräusch, ja, das war auch bei diesem Wind vorhanden. Ein angsteinflößendes Geräusch. Das heißt, es war nicht einfach Wind gewesen, es war ein Sturm mit einem unglaublichen Tösen. Ein tösender Laut, der den Menschen Angst eingeflößt hat. Und nicht nur das, sondern er war auch noch was gewesen? Er war auch noch eiskalt gewesen. Also alles, was dir Angst machen kann, subhanallah, war in diesem Wind gewesen. Ja, ein heftiger Wind, ein tösender Wind und gleichzeitig auch ein eiskalter Wind. Aber es war nicht einfach nur ein Sturm, der eine halbe Stunde da war, sondern es hat noch zu, was Allah Ta'ala gesagt hat. Sakharaha alayhim, subhanallah. Den er entscheidende, ja, sab'a layal wa thamaniyata ayyam, den er entscheidende sieben Nächte und acht Tage fortgesetzt gegen sie einsetzte. Sakharaha alayhim, sehr interessant. Das Wort sakhara. Im Koran immer wieder sakhara lakum. Sakhara lakum. Allah hat alles für euch zu Diensten gestellt. Aber hier sagt Allah nicht sakhara lakum, sondern er sagt sakharaha ala. Was heißt ala? Ala heißt gegen sie. Also normalerweise, der Wind ist eigentlich etwas Gutes, Schönes. Kommt mit reichen Gaben. Allah Ta'ala hat uns alles zu Diensten gestellt. Aber Allah Ta'ala, er kann auch genau das, was eigentlich gut für die Menschen ist, gegen die Menschen verwenden. Du hast so einen Soldat in Allahs Welt. Und es dazu führt, dass die Menschen vernichtet werden. Umgekehrt genauso. Etwas, was vernichtet ist, kann, wenn Allah es möchte,
zu etwas Schönem werden. Das Feuer für Ibrahim alayhi salam. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wir sagten, oh Feuer, sei kühl und friedlich für Ibrahim alayhi salam. Subhanallah, genau umgekehrt. Ja? Und hier ein Wind, der aufkommt und der alles zerstört. Jetzt stellt euch mal vor, solch ein Sturm, 7 Tage lang, 7 Nächte lang und 8 Tage, bleibt nichts übrig. Wenn wir solch einen Sturm heutzutage hätten, ja, dann würden uns unsere Häuser, unsere Technologie und unsere Fortschritt nichts bringen. Ja, wir haben das gesehen, subhanallah, wenn wirklich Sturm ist, ja, das ist dann vielleicht 1 Tag, 2 Tage, ja, und die Häuser sind zerstört. Wir sehen das ja immer wieder in den Nachrichten. Stellt euch mal vor, ein Sturm, der 7 Nächte und 8 Tage wütet. Da bleibt nichts übrig. Und Allah Ta'ala, er zeigt auf, was dann geschehen ist. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. Da hättest du ihnen die Leute auf dem Boden niedergestreckt sehen können, als wären sie Stämme hoher Palmen. Was ist damit gemeint? Man muss sich vorstellen, eine Palme ist sehr fest im Boden, oder? Eine Palme ist sehr fest im Boden. Haben wir jetzt auch gesehen bei diesem Orkantief, was wir hatten. Einige Bäume wurden samt ihren Wurzeln aus der Erde gerissen. Schau mal, ein Baum, der so eigentlich fest im Boden ist. Dann kommt ein Wind auf und alles wird aus der Erde gerissen. Samt der Wurzel. Was unglaublich viel Kraft benötigt. Und Allah Ta'ala, er beschreibt das Volk der Aad genau in diesem Zustand. Mit anderen Worten, sie wurden regelrecht entwurzelt. Also, keiner von ihnen ist übrig geblieben. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Siehst du denn etwas von ihnen übrig geblieben? Nichts. Sie wurden komplett entwurzelt. Komplett vernichtet. Komplett zerstört. Subhanallah. Niemand hat gesagt. Allahu Akbar. Allah Ta'ala, er warnt die Quraysh, er sagt, öffnet eure Augen. Das könnte euch genauso passieren. Und nachdem Allah Ta'ala jetzt die Aad und Thamud, welchen die Araber bekannten, im Übrigen nochmal ganz wichtig, Aad und Thamud waren den Arabern bekannt gewesen. Sie sind immer wieder an ihren Wohnstätten vorbeigezogen. Aad und Thamud kannten die Christen beispielsweise nicht, zumindest nicht, sage ich mal, anhand des Alten Testaments, weil da wird weder was von den Aad erwähnt, noch etwas von den Thamud erwähnt, noch wird Salih, noch wird Hud erwähnt. Ja? Das finden wir aber im Koran. Warum wird es im Koran erwähnt? Weil die Araber sie nämlich kannten. Und deswegen hebt Allah subhanahu wa ta'ala sie hervor. Wie bitte? Wer? Ja, ja, sie waren Araber gewesen. Und deswegen kannten die Araber sie auch. Ja, deswegen kannten die Araber sie auch. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala Aad und Thamud erwähnt hat, geht er auf andere Geschichten ein, ja, und zwar noch auf Fir'aun und auf Nuh alayhi salam und sein Volk. Aber darüber werden wir inshallah nächste Woche sprechen, wie ist es nachher, weil wir das zeitlich nicht mehr schaffen werden. Und im Übrigen auch auf das Volk von Lut alayhi salam. Auf das Volk von Lut alayhi salam. Das heißt, es werden insgesamt 5 Völker genannt. Kurz und knapp. 5 Völker. Kurz und knapp. 5 Völker, die den Arabern, den Quraysh auch bekannt gewesen waren. Ja? Aber dazu dann nächste Woche mehr. Inshallah.